Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, hier aus Quadril. Mich hat es wieder nach Quadril gezogen. Warum? Weil letztes Mal ist bei mir hier sehr schlecht gelaufen. Und deswegen bin ich heute wieder da. Wie man sieht, es ist extrem frisch geworden. 8 Grad nur. Man merkt, dass der Herbst langsam kommt, ja. Später soll es, wie gesagt, 23 Grad geben. Aber jetzt momentan ist es sehr kalt. Der Stefan ist auch da, allerdings hat er sich den dritten Weiher genommen. Aber mir war es wichtig, dass ich an diesem Weiher bin. Momentan sind 10 Personen da. Mir ist es wichtig, euch zu zeigen, dass ich auch bei vielen Personen am Wasser auch gut fahren kann. Ja? Und bin mal gespannt, was mich heute erwartet. Ich werde alle Blinker heute ausprobieren. Man hat hier schon 2-3 Fische springen sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass noch welche da sind. Aber ob die Fische heute flach stehen oder tief, ja, das muss ich noch rausfinden. Und wie gesagt, bin gespannt, was mich heute alles erwartet. Hoffentlich ein bisschen besser als letztes Mal. Ich meine, ich habe da irgendwo... Ah ja, Freunde, jetzt sehe ich diesen Schaden von der Goldforelle. Ich sehe diesen Schaden, ich probiere jetzt mal, ob sie attackiert, ja? Ah, komm schon. Ja, Freunde, ja. Ich habe diesen Schaden gesehen von der Goldforelle, Freunde. Oh, die ist fit. Pink-Weiß, Freunde. Und wir haben unsere... Goldforelle am Haken. Mein erster Fisch, eine Goldforelle mit der Gitarre, allerdings gezielt angeworfen und die hat direkt reagiert. Was ein wunderschöner Fisch. Vielleicht sollte ich noch was loswerden, Freunde. Also die Frau Burger macht hier komplett alles alleine. Sie muss 3 Weiher besetzen. Ja, heute sind alle 3 Weiher besetzt. Und sie macht das wirklich ganz alleine. Sie muss die ganze Fische abfischen, mit dem Auto herbringen, dann nochmal wegfahren, dann nochmal wieder herkommen. Und das macht sie ganz alleine. Und sie ist nicht mehr die Jüngste. Ja, deswegen habt bitte ein bisschen Respekt hier. Kein Müll da lassen oder sowas, ja. Weil sie hat echt viel zu tun. Am Wochenende fährt sie noch nach Saarbrücken auf den Markt und verkauft dort noch frischen Fisch, Räucherfisch und so Filets und so weiter. Auch sehr interessant, ja. Und wie gesagt, ich würde sehr gerne der Frau helfen, aber ich wohne einfach zu weit weg von ihr entfernt, ja. Deswegen habt bitte ein bisschen Respekt vor dieser Frau. Sie muss wirklich sehr viel alleine machen, ja. Und sie macht ihren Job ziemlich gut. Sie liebt auch ihre Arbeit und das sollte man schon respektieren. Also ich muss jetzt heute gucken, welcher Köder heute am besten fängt. Ja, denn ich bin heute wieder der Einzige mit dem Spoon, so wie es aussieht. Also ich sehe niemanden mehr, der mit Spoon jetzt fischt. Das ist ganz interessant und deswegen bin ich mal gespannt, wie gesagt, was mich erwartet. Ob heute der aktive Köder besser fängt oder doch der passive Köder. Ja? Also die Fischen, die Männer fischen alle mit Binnenmade. Alle. Ich sehe keine Fische an der Oberfläche, Freunde. Ich mache jetzt ein paar Würfel mit dem Raindrop. Ob die Fische jetzt an der Oberfläche sind oder ein... Oh, direkt der erste Wurf, Wahnsinn. Und mein Kescher war natürlich nicht gerichtet noch. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass jetzt schon beißt. Direkt der erste Wurf, Wahnsinn. Echt klasse. Jawohl. Bin etwas überrascht, dass es jetzt so schnell ging. Direkt der erste Wurf. Also ich muss mich gleich entschuldigen, Freunde. Wenn man dieses Rauschgeräusch hört im Hintergrund, das ist der Bach, der hinter mir fließt. Ich bin auf der Bachseite. Machen wir mal so einen Wurf, Freunde, und gucken jetzt, ob wir noch eine rausholen können jetzt mit dem Raindrop Spoon. Oh, der wird gerade gedrillt auf der anderen Seite. Okay, ja, mit Bienenmade, Freunde. Und wir gucken, dass wir aktiv bleiben und dass wir auch aktiv Fische fangen. Wie gesagt, ich mache jetzt zeitlang mit dem Raindrop und danach gucken wir mal, ja. Danach machen wir wieder Gitarre drauf und gucken, welcher Blinker heute am besten bei den Forellen ankommt. Oh, mein Nachbar gegenüber drillt auch eine. Okay, die Fische stehen auf der anderen Seite, so wie es aussieht. Und auch ein bisschen tiefer.
weil die Fische, die Leute fischen so gute 70 cm tief. Ja, okay. Das bedeutet vielleicht sogar für mich Gitarre oder Ogi. Aber zuerst, wie gesagt, probiere ich mit dem Raindrop, denn es hat ja schon geklappt. Ja, probieren wir es einfach weiter. Wir machen jetzt mal so einen Wurf. Jawohl, in diese Richtung. Lassen es ganz kurz absinken. So, und jetzt gucken wir mal, ob Orange, Grün, Raindrop Spoon uns den nächsten Fisch bringt. Direkt reingeknallt von mir. Ich habe mich erschrocken, sorry. Das war mal ein geiler Biss. Das war richtig geiler Biss, Freunde. Bam. Aber ich habe das Gefühl, dass der Fisch auch sehr, sehr knapp hängt. Wow, war das eine schöne Attacke. Komm her, kleiner Fisch. Komm her. Mann, 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 Mann. Und die nächste Forelle, Freunde, wieder mit dem Raindrop Green Orange. Was eine schöne Attacke. Bam, so richtig knackig. So was mag ich sehr. Machen wir noch einen Wurf, aber Richtung Mönch. Jawohl. Machen wir mal so einen Wurf, Freunde. Unglaublich, unglaublich. Direkt in der Abziehphase sogar. Unglaublich. Und ausgestiegen. Warum? Sie hat zeitlich in der Abziehphase genommen und leider ausgestiegen. Aber es war echt klasse. Probieren wir es gleich nochmal. Also echt. Das war echt verrückt, Freunde, ja. Leider ist sie ausgestiegen. Das gibt's gar nicht, Freunde. Direkt der nächste Wurf und wieder ein Fisch. Wahnsinn. Also, wer hätte das gedacht? Wahnsinn. Raindrop. Du machst mich glücklich, mein Raindrop. Extrem knapp genommen, Freunde. Extrem knapp. Aber bei mir läuft es richtig super. Probieren wir es jetzt mal mit Rot-Gold, Freunde. Bin mal gespannt, ob diese Farbe jetzt gut ankommt bei den Forellen. Machen wir zuerst so einen Wurf. Oh, sehr frisch. Oh, Freunde. Ihr habt das gesehen jetzt. Direkt in der Abziehphase. Rot-Gold. Echt Wahnsinn. Bei diesem Fisch muss ich wieder aufpassen, denn ich weiß ja nicht, wie der Fisch hängt. Denn in der Abziehphase nehmen die Fische immer ganz, ganz, ganz komisch. Deswegen mache ich es ganz vorsichtig mit diesem Fisch, weil wir wollen keine Fische mehr verlieren, Freunde. Ja? Zwei Stück habe ich schon verloren und das mache ich jetzt nicht mehr. Komm her. Das reicht jetzt. Und wieder in der Absinkphase. Echter Wahnsinn. Also heute läuft es deutlich besser. Viel besser. Machen wir doch jetzt Gitarre 4,5 cm weiß-pink drauf. Die schwimmt hin und her ziemlich weit draußen. Also ich komme auch mit dem Raindrop schwer an sie ran. Jetzt probieren wir halt mit der Gitarre diese Goldforelle anzuwerfen. Vielleicht klappt es ja sogar. So langsam kommt auch die Sonne raus, Freunde, ja. Ich werde aber richtig geblendet. Ich muss mir unbedingt mal eine Kappe aus dem Auto holen. Baseballkappe, wo ein bisschen Schutz für die Augen hat, weil ansonsten bringt das nichts. Ist diese Goldforelle jetzt? Ich sehe sie leider nicht mehr. Und ich werde extrem geblendet, wollte ich sagen, Freunde. Gitarre drauf gemacht, um die Goldforelle anzuwerfen. Und eine braune hat jetzt genommen. Jawohl! Wir wissen ja, unter einer Goldforelle
stehen immer normale Forellen. Gitarre 4,5 cm, weiß-pink. Komm her, komm her, komm her. Im Kescher. Auf der Jagd nach Goldforelle hat dieser wunderschöne Fisch attackiert. Kurz nach 10 Uhr. Und ich mache jetzt schon meine Schlussrede, Freunde. Super gelaufen. Ja, echt super gelaufen. Also deutlich besser als letztes Mal. Ich habe jetzt 7 oder 8 Fische rausgeholt. Und das reicht mir voll. Da sind noch Angler dabei, die noch keinen Fisch gefangen haben. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, komm, 8 Stück hast du gefangen. Das ist doppelt so viel wie letztes Mal. Raindrop ist super gut angekommen bei den Fischen. Was will ich mehr? Ja, ich mache jetzt Schluss. Ich gehe zum Stefan ein bisschen, bleibe ein bisschen beim Stefan. Und danach fahre ich nach Hause, esse was und gehe ins Bett, weil ich ja leider heute Nachtschicht habe. Aber wie gesagt, es war trotzdem richtig, richtig klasse hier bei der Frau Burger und habe wieder viel Spaß gehabt. Und Freunde, bitte schmeißt keinen Müll mehr in die Hecken oder auf den Parkplatz. Das ist gar nicht gut. Wie gesagt, die Frau macht das alles alleine und das ist echt schwer für sie, den ganzen Müll nachher aufzusammeln. Ja? Also wir sind Angler und keine Drecksschweine. Ja? Deswegen bitte habt ein bisschen Respekt vor dieser Frau. Und ja, in diesem Sinne, Freunde, macht's gut, bitte heil und bis zum nächsten Mal. Und natürlich, falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auf ein Abo freuen. Macht mir den Daumen nach oben und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.